Das ist ein Begriff, der so nicht so verrückt lang gibt. Und für uns bedeutet das eigentlich nichts anderes als Aufenthaltsqualität. Das heisst, dass wir uns darum bemühen, möglichst ein angenehmes Umfeld zu bieten. Und auf der anderen Seite aber auch dafür zu schauen, dass jeder, der sich hier auf dem Areal aufhält, auch eine positive Emotionalität erfährt. Das ist eigentlich das Credo. Da fangen wir schon mal an mit den Hüllen, oder? Wo man auch schaut, dass es nicht einfach eine sterile, steife, kalte Fassade gibt, sondern eine Fassade, die lebt, die eine Textur hat. Sieht ja das wunderschön, wie das spielt im Licht, das ist das eine. Und wenn man ins Haus hineingeht, erlebt man das Gebäude natürlich atmosphärisch, oder von der Grundrissgestaltung her, von den Raumaufteilungen her oder auch von den Farbgebungen her. Und ich meine, das ist sehr angenehm, ich fühle mich da sehr wohl in diesen Räumen. Es ist tatsächlich so, dass die Atmosphäre wirklich positiv auf den Behandlungsprozess wirkt, dass er deseskalierend wirkt, dass er aggressionshemmend wirkt und dass damit die ganze Behandlungsarbeit, die nicht immer einfach ist, wirklich positiv unterstützt. Die Patienten halten sich nicht im Bett auf der Station, sondern die bewegen sich den Tag durch im Umfeld. Und da wollen wir bewusst einen Mehrwert schaffen, in Form von einem schönen gepflegten Areal, von Natur, näher Gestaltung, von Ökologisierung, aber auch von einem Wegsystem, wo wir da rund um die Klinik kommen haben. Und von verschiedenen Rückzugsorten, die sehr geschätzt werden von den Patienten, wo sie sich zurückziehen können und für sich sein können. Der Alltag, wenn man seine besonderen Anforderungen läuft, nicht immer alles rund. Da hat man dann als Bedürfnis, mal in die Natur rauszugehen. Und da bewege ich mich dann einmal in das obere Areal, zu deren oberen Linde. Und mit dem wunderschönen Ausblick ins Churer Rheintal. Und das öffnet und löst dann alles wieder ein bisschen. Man geht dann ganz gelassen und ruhig wieder ins Büro zurück. Ein wunderschöner Ort, den ich sehr schätze.